Deshalb kommen wir hier zusammen. Das ist der Grund, warum wir Zikr machen. Unser Streben nach dem Wohlgefallen Allahs, des Allerhabenden, des Allerhöchsten, des Allweisen, des Allgnädigen, des Allmächtigen, des Allwissenden, des Allbarmherzigen, der uns mit all diesen Eigenschaften und vielen anderen Eigenschaften mehr hier versammelt hat. Er hat bestimmt, dass wir hier sind, und er hat uns die Gnade erwiesen, dass wir hier sind, und er weiß, dass wir hier sind. Und ohne ihn wären wir nicht hier. Kein anderer hätte uns hier zusammenbringen können. Und was er will, das geschieht. Und was er nicht will, das geschieht nicht. Und er ist der alleinige Bestimmer und Entscheider über alles, was geschieht. Über unser Inneres und über unser Äußeres. Über das, was früher war und das, was in der Zukunft sein wird. Und wenn wir zufrieden sind mit dem, was er uns gibt, einverstanden sind mit dem, was er bestimmt hat, glücklich sind mit seinem Willen und seinen Gaben, dann ist er mit uns zufrieden. Dann fallen wir unter die Bedeutung des Verses Radiallahu anhu wa radu'an. Und deshalb müssen wir aufhören, uns zu beschweren. Weil jede Art von Unzufriedenheit und sich beschweren, innerlich und äußerlich, bedeuten einen Gegensatz zu dieser Hingabe an Allah, zu diesem Zufriedensein mit dem, was Allah uns gibt, zu diesem Einverstandensein mit seiner Bestimmung und seinem Willen. Ah. Und unser Ego liebt es, sich zu bestimmen. Der Kaffee, der war aber ein bisschen kalt. Und der war ziemlich bitter. Und überhaupt. Und wieso habe ich jetzt schon wieder Husten? Und Allah gibt uns den Husten, Alhamdulillah. Und wenn wir einverstanden sind, sagt er, okay, mein Diener ist einverstanden mit dem, was ich ihm gebe, ich nehme ihn schnell wieder weg. Und so viele, viele, viele Sachen gibt es. Wir beschweren uns, Sheikh Hassan hat immer gesagt, wir beschweren uns, wenn nicht die richtige Butter auf dem Tisch ist. Ne? Wenn nicht die, ja, wollte immer die, die, ja, was? Wenn das Ei zu hart ist. Wenn das Ei zu hart ist, genau. Ich wollte ein weich gekochtes Ei. Jetzt hast du mir schon wieder ein hart gekochtes Ei gemacht. Und der Tee hat zu lange gezogen. Und außerdem hast du, ich wollte den Assam trinken und du hast wieder den Darjeeling gemacht. Und, und. Also es gibt immer Gründe, sich zu beschweren. Ne? Es gibt immer Gründe. Ununterbrochen. Und das Ego sucht immer danach, um uns von diesem Zustand, und mit Banalitäten, aber es wirkt. Es führt dazu, dass wir unzufrieden sind mit dem, was Allah uns gibt. Statt zu sagen, Alhamdulillah, habe ich einen Kaffee, damit ich nicht einpenne hier beim Zikr. Alhamdulillah und Alhamdulillah, mit dem Husten kann ich mal einen Tag zu Hause bleiben, nervt mich keiner mehr. Alhamdulillah und, ja. Und der Darjeeling schmeckt auch gar nicht so schlecht.
Und also die irische Butter ist auch nicht schlechter als die deutsche Markenbutter und. All diese Dinge, ja, man könnte es ja positiv sehen und sagen, oh Allah hat mir dies oder jenes gegeben. Und Alhamdulillah, ich bin damit zufrieden. Oh Allah, danke dir, ne, dass wir all diese Dinge haben. Und wir haben so viel und wir haben unendliche Gnadengaben, jeder von uns. Allah gibt und gibt und gibt und gibt ohne Unterlass. Also müssen wir aufhören, uns zu beschweren. Und wenn wir uns beschwert haben oder im Begriff sind, uns zu beschweren, dann hilft nur eins, Tauba, Astaghfirullah. Am besten, also einmal auf jeden Fall, 10-mal am besten, 70-mal oder 100-mal. Und danach, um aus diesem Zustand rauszukommen, wieder Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oder jede Art von Salawat. Salawat, Salawat. Weil Salawat bringt das Innere wieder in Einklang. Ja? Bringt wieder einen Zustand des Glücks im Menschen hervor. Das Salawat ist der Schlüssel, ist ein Schlüssel, ja? zu einem Zustand des Glücks. Weil wenn einer Salawat den Propheten sendet, und wir senden ja gar keine Salawat, wir bitten ja Allah, er soll Salawat senden eigentlich. Ne? Aber also wenn man Salawat sagt, mit der Bitte, Allah möge Salawat auf oder Segen auf seinen Propheten senden und Frieden und auf ihn, auf seine Familie, auf seine Gefährten und so weiter, dann sendet Allah auf uns 10-faches Salawat. Ha, er segnet uns 10-fach. Und durch diesen Segen befreien wir uns aus diesem Zustand. Ne? Also erstmal, wenn ich wieder gemeckert habe und es stimmte alles nicht angeblich, dann Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. In den arabischen Ländern ist es so, also selbst der Taschendieb, der dir gerade dein Portemonnaie aus der Tasche klauen will, wenn du zu dem sagst, Salli ala Nabi, sende Segen auf den Propheten, dann lässt er es und sagt erstmal Salawat. Ja? Das ist, ja, das mit dem Salawat kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Und wenn man seinen ganzen Tag mit Salawat verbringen würde, Allahumma salli wa sallim wa barik ali, dann wäre das immer noch zu wenig. So hat der Prophet gesagt. Ne? Einer der Sahaba hat gefragt, oh Prophet, wie viel von meiner Zeit soll ich dir widmen mit dem mit Salawat? Soll ich vielleicht so ein Zehntel oder die Hälfte und immer? Nein, mehr. Meine ganze Zeit? Also wenn du deine ganze Zeit hast, dann hast du die Stufe erreicht. Dann wird Allah dir alles geben. Ne? Also das ist eine Türe. Es gibt natürlich viele Türen und Pforten zu Allah, aber das ist eine wichtige Türe und eine wichtige Pforte. Und Allah akzeptiert immer die Bitten, die zwischen Salawat eingebettet sind. Deshalb, wenn man Dua macht, wenn man Allah um was bittet, dann sagt man am Anfang, nach Bismillahirrahmanirrahim und Alhamdulillahirrahmanirrahim, sagt man Salawat. Und am Ende sagt man wieder Salawat und dann beendet man damit sein Dua. Und jede Sitzung sollte man mit Salawat beginnen und mit Salawat beenden. Und Salawat ist ein Schutz, ist ein Mittel, mit dem Allah seine Diener zu sich zieht. Und besonders am Juma. Und wir sind jetzt ja im Juma. Ne? Im Islam beginnt der Tag ja mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, seit dem Maghrib befinden wir uns jetzt im Yawm al-Juma, am Freitag. Und der Prophet hat empfohlen, besonders am Freitag viele Salawat auf ihn zu geben. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Und auf diese Weise gewinnen wir gegen unser Ego.
das sich immer beschweren will. Und gewinnen wir die Zufriedenheit, das Wohlgefallen Allahs, das Allah haben. Und das ist ein ständiger Prozess. Das Ego gibt nicht so schnell auf. Ne? Ja, jetzt hast du mal kurz hast du mal gewonnen, aber gleich geht's weiter. Nächste Runde. Ne? Und das ist nicht wie beim Boxkampf, so 10 Runden und dann ist er Endgong. Nein, nein, nein. Das geht in der Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, geht das bis zum letzten Atemzug. Allah, der Kampf geht weiter. Ne? Dieser Kampf, nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Und je nachdem, jeder Tag ist eine Runde oder jede Stunde ist eine Runde oder vielleicht auch jede Minute, je nachdem. Das ist vielleicht individuell verschieden, aber die Versuchungen des Egos hören nicht auf. Und irgendwann merken wir natürlich, aha, die Atemzüge, die uns bleiben, sind nicht mehr so viele. Aber irgendwann, der nächste könnte der letzte sein oder irgendwann bald könnte der letzte sein. Und dann versuchen wir uns auf diesen letzten Atemzug irgendwie vorzubereiten. Das ist der wichtigste. Alle Atemzüge davor sind auch wichtig. Und idealerweise sollte jeder Atemzug mit Gedenken Allahs gefüllt sein. Das wäre das Perfekte, das Ideal. Dann hätte das Ego tatsächlich keine Chance mehr. Aber ja, wir sagen vielleicht 3-mal Allah, Allah, Allah. Und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Und das Telefon klingelt. Oder uns kommt ein guter Gedanke. Ich könnte doch mal das und das tun. Und schon sind wir wieder bei was anderem. Ja, das ist so. Das Ego, das liebt es, uns immer irgendwo hinspringen zu lassen. Raus aus diesem Zustand des Gottesgedenkens. Und da müssen wir wieder zurückkehren. Irgendwie, Alhamdulillah, irgendwann schaffen wir es. Entweder beim wöchentlichen Dhikr oder im Gebet. Oder wenn wir uns hinsetzen, unsere tägliche Awrat machen. Oder irgendwann, wann auch immer, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber irgendwann kommt man wieder zurück in diesen Zustand des Gottesgedenkens. Und das ist alles Übung, das ist alles Übung. Und wir sagen, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh. La ilaha, es gibt keine Gottheit. Illallah, außer Allah. Das sind 2 Teile. Ne? La ilaha illallah. Und wir bitten Allah, dass er unseren letzten Satz, die letzten Worte, bevor wir diese Welt verlassen, La ilaha illallah, sein lassen möge. Möge Allah unsere letzten Worte La ilaha illallah sein lassen. Das ist, was wir hoffen. Wenn das der letzte Atemzug ist, dann haben wir gewonnen. Wenn nicht, dann könnte es schwierig werden. Wahrscheinlich wird es dann schwierig werden. Deshalb trainieren wir. Deshalb sagen wir La ilaha illallah. Und dieses Es existiert keine Gottheit, dieses Nafi, diese Negation, die Verneinung, das ist, es gibt keine Gottheit. Alhamdulillah, viele Leute sind heute in diesem Zustand. Immer mehr Leute sind in diesem Zustand. Die Anzahl der Menschen, die sich in diesem Zustand befinden, wird immer mehr. Und denen fehlt die 2. Hälfte. Illallah. Außer Allah. Und wir bitten Allah, dass er sie ihnen geben möge. Bevor sie diese Welt verlassen. Damit ihr letzter Atemzug mit La ilaha illallah geschieht. Und das war, was der Prophet a.s. für alle Menschen gewollt hat. Immer. Er hat nie gewollt, dass irgendjemand, selbst seine übelsten Feinde, wollte er nicht, dass einer von denen zu den Verlierern gehört. Im Höllenfeuer endet. Nein, er hat jeden, selbst die ihn beschimpft haben und die versucht haben, ihn zu töten und. Er hat immer versucht, sie dazu zu bringen,
anzuerkennen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und wenn wir Maulana Sheikh Nazim anschauen, mashallah, der ist durch die ganze Welt gereist, um die Leute dazu zu bringen, La ilaha illallah zu sagen. Das war sein Ziel. Und damit hat er Allahs Wohlgefallen erlangt, weil er das zu seinem Ziel gemacht hat. Er war Allah wohlgefällig, weil er seine Wirklichkeit verkündet hat, seine Einheit, seine Einzigkeit, seine Einzigartigkeit, seine Größe. Allah war mit ihm zufrieden, weil er das getan hat. Und das ist eine Art und Weise, Allahs Zufriedenheit zu gewinnen. Zu versuchen, Menschen dazu zu bringen, zu sagen, La ilaha illallah. Und dann ist Allah mit demjenigen, der dies tut, zufrieden. Und wenn man auch nur einen Menschen in der Welt dazu bringen kann, dann ist das besser als rote Kamele. Ja, was sollen wir mit roten Kamelen, ne? Aber damals, zur Zeit des Propheten, waren diese roten Kamele, das war so wie heute Lamborghini oder wie heißen die Dinger, was ich weiß jetzt nicht, was ist, kostbar, Ferrari, Bugatti, das Beste, das Kostbarste überhaupt, ja, an Fortbewegungsmittel und das Schönste und das Ästhetischste und das war so ein Ideal. Also gesagt, also gemeint ist damit, besser als alles, was in dieser Welt ist, so heißt es in einer anderen Version des Hadiths, ja, ja, wer einen Menschen dazu bringen kann, die Shahada zu sagen, an Allah zu glauben und natürlich an seinen Propheten, alaihissalatu wassalam. Der hat mehr erreicht, als wenn er die ganze Welt erworben hätte. Mashallah. Das ist so eine Gnade von Allah. Ja? Deshalb, wir können nicht abschätzen, welchen Wert solche Menschen haben, die ihr Leben damit verbringen, andere zum Islam einzuladen. Das ist wichtig. Und wir sollten versuchen, wenn wir die Chance haben, die Gelegenheit haben, ins Gespräch kommen mit jemandem, egal wer er ist und wo er ist, wenn sich die Gelegenheit öffnet. Wir sind keine Missionare, die mit irgendeinem Ding da rumstehen und sagen, glaubt, wir machen keine Koran-Verteilungsaktionen hier, billig gedruckt irgendwo. 10.000 Korane verteilen in der Innenstadt? Nein, wir sind keine Missionare. Wir suchen, wie ein Jäger, der auf das Wild lauert, die Gelegenheit, wo ein Mensch offen dafür ist, diese Wahrheit zu akzeptieren. Und meist ist das in einer Krisensituation so. Weil die Menschen, wir und alle anderen, wir sind programmiert. Ja? Wir sind programmiert. Auf unsere Routine. Wir stehen morgens auf, wir machen uns einen Kaffee, wir gehen zur Arbeit, wir quatschen mit den Kollegen, wir machen Mittagspause, wir kommen abends nach Hause, wir machen den Fernseher an, wir unterhalten uns, machen dies und das, ja, und Familie und was auch immer. Jeder hat seine Routine. Und diese Routine, die verhindert bei den allermeisten Menschen, dass sie über den Sinn des Lebens, über ihr Dasein, über das, was wichtig ist, wirklich nachdenken. Weil das ist so ein Ding, das läuft und du läufst im Kreis wie so ein Hamster in diesem Rad, im Hamsterrad nennt man das, ne? Läuft man einfach immer und man merkt gar nicht, dass es noch was anderes gibt. Und dann kommt Allah und schmeißt dich irgendwie aus deiner Routine. Allahu Akbar. Du hast einen Unfall, du verlierst deine Arbeit, irgendjemand, der dir nahe steht, stirbt. Irgendetwas passiert. Irgendetwas, was dich aus der Bahn wirft, aber eigentlich in die Bahn werfen könnte. Ne? Und dann auf einmal bietet sich die Chance. Und wenn dann ein guter Freund oder ein guter Ratgeber da ist, ein Muslim, der dir unter die Arme greift und sagt, komm mal mit, du brauchst Hilfe, nicht jetzt belabern, sondern einfach menschlich sein. Weil diese Leute, die suchen dann einfach nur Unterstützung.
Und dann wird er dich fragen, ja, wieso machst du das? Ach, ja, Allah hat mir das befohlen, meinen Mitmenschen zu helfen. Oh, Allah, was ist Allah, wer ist Allah? Ja? Also 90% oder mehr von den Leuten, die ich kenne, die Muslime geworden sind oder die zum Islam zurückgefunden haben, nachdem sie geborene Muslime waren, aber sich ziemlich weit entfernt haben, die haben so eine Geschichte erlebt. Da ist irgendwas passiert in ihrem Leben, was diese Routine durchbrochen hat und was es ermöglicht hat, diesen Weg zu finden. Und wenn wir sehen, und es gibt viele Krisen in dieser Zeit, wir leben in einer Zeit der Krisen, ne? Wenn wir Menschen sehen, die in so einer Situation sind, dann können wir denen helfen. Und der Lohn Allahs für diese Hilfe und sein Wohlgefallen, was er uns dafür zukommen lässt, sind gewaltig, sind unendlich, sind riesig. Alhamdulillah, wir sind hier und ja, was uns hilft, wenn wir irgendwo stecken und denken, wir sind festgefahren in unserem Ding, in unserem Leben, das ist das Dua. Unser eigenes und das Dua der anderen. Das heißt, es ist nichts Schlimmes daran, einen anderen zu bitten, Dua für jemanden zu machen. Also, ich sage immer, Sheikh Hassan macht Dua für mich. Ne? Aber ich glaube, Sheikh Hassan ist beschäftigt. Ich weiß nicht. Aber manchmal macht er Dua für mich, inshallah. Ja, ich mache jedenfalls immer Dua für Sheikh Hassan. Möge Allah ihm langes Leben geben. Amin. 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 Und Kraft geben und Gesundheit. Amin. Ja. Und uns von dem Segen, den er uns gibt von Rasulullah durch unsere Meister, Nutzen haben lassen. Amin. Ja, Allah. Und eine Geschichte von einem Dua. Darf ich noch was erzählen, Sheikh Hassan? War jetzt zu lang. Englisch müssen wir auch noch. Ne? Englisch? Ich kann gar kein Englisch. Dann kann man Untertitel machen, englische Untertitel. Das macht Google oder Facebook oder die machen das doch alle automatisch heutzutage mit Untertiteln. Die schreiben die komischsten Sachen. Da hast du wirklich was zum Lachen. Ne, hinterher. Weil die verstehen gar nichts, was man sagt, aber es wird lustig auf jeden Fall. Ne. Morgen machen wir Englisch vielleicht mal. Morgen Englisch. Ja, morgen, vielleicht kann ich bis morgen Englisch lernen, heute Nacht. Das wäre gut, Alhamdulillah. Naja, aber es gibt halt noch so eine Geschichte mit einem Dua, mit einem schönen, wunderbaren Dua. Ne? Und ich dachte, die ist vielleicht, die kann ich morgen auf Englisch erzählen. Aber jetzt noch mal eben auf Deutsch. In Damaskus gab es einen Scheich namens Sheikh Ahmed Habbal Rifai. Sheikh Hassan kennt ihn. MashaAllah. MashaAllah. Qadassallah sirra rahmatullah alayh. Und der saß immer in seinem Laden, von morgens bis abends. Und die Regale waren leer, nichts zu verkaufen. Und er saß da drin und hat Koran gelesen. Allahu Akbar. Und wenn jemand reinkam und eine Frage hatte, dann erhob er ein bisschen seine Stimme. Und in dem Vers, den er dann las, war die Antwort auf die Frage, die derjenige in seinem Herzen hatte. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ja. Und in Sham Sharif, ja Allah, in Sham Sharif gab es so eine Sitte bei den Geschäftsleuten. Also man muss wissen, der Laden von dem Sheikh, der ist in der Gegend, da gibt es viele Läden. Suq al-Hamidiyya, der große Bazar ist dort. Und die ganzen Atarien sind dort in der Straße, die Parfümhändler und Gewürzhändler und so weiter. Und dann gibt es ein Stück weiter eine ganze Gegend, wo Stoffe und Kleider und so weiter verkauft werden. Und da waren einige Geschäftsleute und die haben diese Gewohnheit, die Stoffe werden meist in Aleppo gemacht, Halab. Ne? Und die schicken die Stoffe nach Damaskus und dann am Donnerstag kommen die hin und kassieren
entsprechend dem, was die Geschäftsleute verkauft haben. Und das heißt bei denen Chamisiyah, also die das Donnerstägliche oder die Donnerstagszahlung oder was auch immer. Chamisiyah. So. Und einer dieser Geschäftsleute wollte also zu seinem Laden gehen, hat in seiner Tasche die Chamisiyah, weil gleich kommen die Halabis, die Stoffproduzenten und Händler, und wollen ihre wöchentliche Zahlung haben. Und er hatte 75.000 oder 77.000, ich weiß nicht genau, Lira. Das war damals viel Geld, paar tausend Euro. Ne? Hatte in der Tasche so ein Bündel, dickes Bündel, in der Hosentasche, weiß ich. Und dann ist er auf dem Weg zu seinem Laden, da kommen zwei andere Geschäftsleute vorbei und sagen, Abu Yahya, wie geht's dir? Alles klar, komm, wir gehen eben frühstücken. Ist doch noch früh. Außerdem ist dein Arbeiter, der ist doch sowieso im Laden. Jetzt kommen noch keine Kunden. Komm, geh mal mit uns frühstücken. Ja, okay. Und die gehen ein Stück und dann kommen sie am Laden. Vorne, Ahmed Habal vorbei. Und dann sagen die, hör mal, komm, lass uns eben in den Laden hier gehen und den Sheikh um sein Dua bitten. Dann sagt er, ja gut, warum nicht? Geht rein mit denen. Und dann sagt der Sheikh, Assalamu alaikum, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen, dass du für uns Dua machst. Ja, sagt er zu dem Ersten. Dann leg mal alles, was du in der Tasche hast, da oben aufs Regal. Weil der Sheikh war bekannt, der hat immer die armen Leute versorgt, ne? Essen geschickt und Muna, also Versorgung geschickt, kartonweise an die Leute, ne, an arme Familien und so weiter. Und die Geschäftsleute hatten ja Geld und hat gesagt, komm, leg mal hin. Ja, der Erste hatte 700 Lira, hat er da hingelegt, der Sheikh hat ein Dua gemacht. Alles klar. Der Zweite, ja, der Sheikh macht Dua für mich, bitte. Ja, dann leg mal, was du in der Tasche hast, da oben hin. Ja, der hatte 1000 Lira, hat die da hingelegt. Und dann sagt der Sheikh, ja, macht Dua für ihn und alles, was er sich gewünscht hat und so weiter, mashallah. Und dann der Dritte, der stand dann so, das ist, sagt der Sheikh, soll ich für dich auch Dua machen? Und der und die anderen, ja, natürlich, mach auch Dua für ihn. Ja, sagt der Sheikh, ja, dann tu mal, was du in der Tasche hast, da oben hin. Und dann hat er so in die Tasche gegriffen und so zwei Scheine daraus gezogen, zwei 500 und die da noch hingelegt. Sag mal, bist du taub? Ich habe gesagt, alles. Hat er die 77.000 oder 75.000 Lira rausgeholt, so einen dicken Backen, und da hochgelegt. Allahu Akbar. Und sagt der Sheikh nur, möge Allah deine Toten wiederbeleben, wieder zum Leben erwecken. Allahumma ihya amwatak. Was ist das denn für ein Dua? Da hat den Sheikh nicht um irgendwas gebeten, hat er gesagt, Allahumma ihya amwatak. Möge Allah deine Toten zum Leben erwecken. Ich sagte, was ist das denn? Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Dann gehen die raus und sagen, wo habt ihr mich hingebracht? Was ist da für Blödsinn? Allahumma ihya amwatak, was soll ich denn damit? Mein ganzes Geld ist weg, die kommen gleich und wollen ihr Geld haben und ich habe kein Lira mehr. Seid ihr verrückt geworden? Warum habt ihr mich hier hingeschleppt? Oh, nein, der Sheikh hat doch Dua für dich gemacht. Ja, aber was soll das denn? Was soll das denn heißen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Unsinn. So ein Quatsch. Und ihr habt mich hierhin gebracht. Ihr seid schuld. Komm, wir gehen frühstücken. Nein, ich will nicht mehr frühstücken. Ich habe Kopfschmerzen. Ich gehe. Haut bloß ab. Ist er in seinen Laden gegangen und hat zu seinem Arbeiter, der da den Laden aufgemacht hat und immer die Kunden empfängt, sagt er, so, ich gehe jetzt ins Hinterzimmer, ich lege mich hin, ich habe richtige Kopfschmerzen, ich will niemanden sehen. Wenn jemand kommt und an mir fragt, bin ich nicht da. Ich bin für niemanden zu sprechen. Hast du verstanden? Ja, du bist nicht da. Hm? Der Rhein hat sich hingelegt, von rechts nach links. Der wurde bald wahnsinnig, ne? Also so ein Unsinn. Sagt er, wie kann ich darauf reinfallen? Und jetzt ist das ganze Geld weg und gleich kommen die und dann muss der lügen und dann ist er schrecklich und fertig. Er kann nicht schlafen und hat wirklich Kopfschmerzen jetzt. Ne? Und so und wälzt sich hin und her da in seinem Hinterzimmerchen und auf einmal kommt ein Mann in den Laden.
Er hört, wie jemand kommt. Ne? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ich suche den Haji Abu Yassin. Ist das sein Laden hier? Ja, das ist der Laden von Haji Abu Yassin, aber der ist im Moment leider nicht zu sprechen. Der ist nicht da. Sagt, das ist aber schade. Es tut mir sehr leid. Ich bin extra von Aleppo gekommen. Was? Von Aleppo? Du bist sicher wegen der Khamisia hier. Du wolltest dein Geld haben. Nein, nein, nein. Es geht um was ganz anderes. Aber es ist wichtig. Und ich bin extra aus Aleppo gekommen. Ich will von ihm. Ich will nichts von ihm. Nein, nein. Nicht wegen der Khamisia und so. Der Angestellte ist hin und her gerissen. Was soll ich machen? Und der, ja, du bitte, kannst du nicht anrufen oder zu ihm nach Hause, dass er kommt oder irgendwas? Ja, ich schau mal, was sich machen lässt. Nicht da reinzunehmen. Aber da ist jemand, der dich wirklich dringend sprechen möchte. Ja, wegen der Khamisia? Nein, 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 es geht um was anderes, aber er sagt, es ist wichtig und dies und das. Ja, kommt da raus. Salam alaikum. Was ist? Ja, bist du, Haji Abu Yassin? Ja, bin ich. Was willst du? Ja, also folgendes. Mein Vater ist der Haji Bakr aus Aleppo. Aus Aleppo? Ja, aus Aleppo. Er fängt schon an, befürchtet schon, da kommt jetzt irgendwas. Ne? Ja, ja, Haji Bakr, ich kann mich erinnern, dunkel, ja, vor langer Zeit. Ja, ich bin sein Sohn und ich habe jetzt seine Geschäfte übernommen. Also ich bin jetzt wie sagt man, Accountant, der Buchhalter. Ich hab an der Uni Tijara studiert, Ökonomie studiert, ne? Und dann habe ich jetzt die Buchhalter entlassen und das selber übernommen und ich habe die ganzen alten Bücher nochmal durchgesehen und da habe ich festgestellt, also aus eurer damaligen Partnerschaft, dass es da doch einen Differenzbetrag gibt. Was für ein Differenzbetrag? Ich habe sowieso kein Geld. Was? Nein, nein, nein. Zu deinen Gunsten. Was? Zu meinen Gunsten? Ja, wie viel ist das denn? Ja, also ich habe ausgerechnet, mein Vater hat dir 350.000 Lira geschuldet. Oh. Ich habe aber jetzt nur 250.000 dabei und den Rest würde ich dir dann nächste Woche bringen. Und dann zieht er einen dicken Umschlag aus mit den 250.000 Lira. Bitte schön, würdest du bitte unterschreiben, dass alles eine Richtigkeit hat? So, ja, Alhamdulillah. Und so hat Allah die Toten für ihn wieder belebt. Der tote Haji Bakri, seine Schulden sind auf einmal wieder aufgetaucht, von denen er gar nichts mehr wusste. Ja, Subhanallah. Hey. Das Dua der Rechtschaffenen, wenn die Dua für einen machen, ist manchmal für uns unverständlich. Die bitten um irgendeine Sache und wir begreifen gar nicht, was die für uns erbitten. Ja? Aber wir sollten ihnen vertrauen. Die wissen, was sie sagen, auch wenn wir es nicht begreifen. Ja? Maulana Sheikh hat manchmal Leuten Sachen gesagt. Die haben gesagt, was, Maulana? Das? Sie kamen mit irgendwelchen Fragen, hat dann so eine Antwort gegeben, die sie gar nicht verstanden haben. Ne? Und dann nach 10 Jahren auf einmal, aha, ja, das hat Maulana damals gemeint. Wurde es auf einmal klar. Ne? Und so ist es. Und wir bitten Allah, uns das tun zu lassen, was uns sein Wohlgefallen beschert. In jeder Situation und zu jeder Zeit, bis zum letzten Atemzug. Und von ihm ist alles gelingen. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi hurmati man anzalta alayhi surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salamun alaykum.